Hallo, willkommen zur Einführung in das Praktikum Digitaltechnik. Für die FPGA-Versuche müssen Sie den Designflow für FPGAs kennen, also den Umgang mit dem Entwurfsprogramm. Und wie das funktioniert, zeige ich Ihnen in diesem Video. Zunächst mal brauchen Sie ein Arbeitsverzeichnis. Das können Sie auf dem Desktop anlegen, und zwar nicht auf dem Desktop selber, sondern in einem Unterordner auf dem Desktop. Sie können es auf dem Netzwerkpfad anlegen. Da bitte beachten, der Aufruf muss dann über den Buchstaben erfolgen. Es darf kein Dollarzeichen im Netzwerkpfad enthalten sein. Oder Sie können auf dem USB-Stick arbeiten, wenn Sie einen relativ schnellen USB-Stick haben. Kleiner Tipp, eigentlich für alle Entwurfsprogramme, vermeiden Sie in Projektnamen oder in Dateifaden Leerzeichen, Umlaute, Sonderzeichen. Das muss nicht unbedingt ein Problem sein, aber kann ein Problem sein. Und ja, es ist ein bisschen defensives Programmieren, wenn Sie gleich versuchen, solche Probleme zu vermeiden. In diesem Projektverzeichnis, da legen Sie dann bitte rein die Dateien, die Sie in Leer finden. Das ist für den ersten FPGA-Versuch Segment 7.VHD und Segment 7-Pin, die Pin-Bezeichnung. Dann rufen Sie das FPGA-Entwurfsprogramm auf. Das ist hier bei Intel FPGA Lite Edition, Quartus Prime Lite, hier vorne der Quartus. Es gibt auch auf dem Desktop ein Icon, können Sie ebenfalls nehmen. Hier ist Version 18.1. Es kann sein, dass Sie beim Praktikum eine neuere Version haben. Die unterscheiden sich aber praktisch kaum voneinander, sodass Sie da ebenfalls mit der Anleitung, die Sie hier haben, gut arbeiten sollten. Jetzt sind wir im Entwurfsprogramm und Sie brauchen ein Projekt, um damit arbeiten zu können. Sie haben hier den New Project Wizard und auch hier vorne File New Project Wizard. Einleitungsseite. Hier vorne geben Sie jetzt an, in welchem Arbeitsverzeichnis wir sind. Das ist das, was wir vorhin angelegt haben. Also Desktop Digi 1. Ordner auswählen. Name des Projektes ist Segment 7. Und zwar ohne Underscore. Sie sollten diesen Namen wählen, dann passen die ganzen Einstellungen. Next, ein leeres Projekt. Wir haben ja die Datei reinkopiert. Add all. Hier werden jetzt die ganzen Quelltexte hinzugefügt. Das ist hier nur eine Datei, die VDL-Datei. Jetzt wählen wir aus, mit welchem FPGA wir arbeiten möchten. Das ist die Familie Max 10. Und hier können Sie jetzt bei Namefilter den Namen eintippen. Den finden Sie in der Dokumentation. Das ist hier vorne dieser Name. Next, hier müssen wir nichts einstellen. Da sind die Angaben zusammengefasst. Finish. Und jetzt wird das Projekt erstellt. Was Sie dann haben auf der linken Seite, ist hier das Navigationsfenster für Hierarchie oder für Dateien. Da können Sie jetzt hier den Quelltext anwählen und sehen hier die VDL. Hier werden die Werte, die Zahlen, die am Eingang anliegen, übersetzt in 7-Segment-Anzeige für die Ziffern von 0 bis 9. Sie sollen das hier ergänzen für die Ziffern 10 bis 15, also indem Sie hier keine Ziffern haben, sondern Buchstaben von A bis F. Und hier sind jetzt die Tasks, die durchgeführt werden können, also die einzelnen Schritte des Kompilierens. Ganz wichtig, bevor wir hier loslegen können, müssen wir noch definieren, wo die Pins liegen. Und das macht man hier vorne mit Assignments, Import Assignments. Und jetzt kommt die zweite Datei ins Spiel. Das ist hier die Pin-Definition. Können Sie auch mal reingucken in die Datei. Da steht drin, welcher Pin vom Namen her an welchem Pin am Gehäuse liegt. Öffnen. Es wird importiert. Und jetzt können Sie mit Compile Design das Programm starten. Das dauert ungefähr eine Minute, je nachdem, wie schnell Ihr Rechner ist. Und hier im Video spulen wir jetzt mal ein bisschen vor, damit wir Zeit sparen. Jetzt sehen Sie hier auf der rechten Seite das Ergebnis in Ressourcen. 8 Logikelemente wurden gebraucht, 11 Pins wurden gebraucht. Das ist bezogen auf die verfügbare Anzahl an Elementen sehr wenig. Also das FPGA wird kaum ausgenutzt. Hier unten sind die Ausgaben vom Programm. Da kann man insbesondere mal anschauen, ob es Fehlermeldungen gab. Hier vorne bei Rot, da ist kein Anzeichen, das heißt, da gab es keinen richtigen Fehler. Es gab hier kritische Warnungen.
in Pink, nämlich dass eine Datei nicht gefunden wurde für die Constraints, die Timing Constraints. Die brauchen wir bei diesem einfachen Fall nicht, weil wir keinen Takt haben. Später bei größeren Projekten ist das aber nötig. Und hier sind die unkritischen Warning, ja, kein Takt definiert. Den schreiben wir aus. Und ja, Anzahl der Prozessoren wurde nicht spezifiziert. Das sind einfach so Systemmeldungen, die nicht unbedingt eine Bedeutung haben müssen. Können Sie trotzdem mal reingucken, was dort passiert. So, das Design ist jetzt auf dem Rechner erzeugt worden. Wir müssen es jetzt auf die FPGA-Platine spielen und dazu gehen wir hier ein bisschen runter und haben hier das Auswahlfeld Program Device, Open Programmer. Doppelklick öffnet ein weiteres Fenster und damit können wir die Platine programmieren. Hier bei Hardware Setup muss USB Blaster 0 stehen. Sobald die Platine über USB-Kabel verbunden ist, gehen wir nochmal hin. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, kann man es hier vorne auswählen. Falls hier vorne keine Ausgangsdatei, keine Binary angegeben ist, kann man mit Autodetectors ebenfalls nochmal ergänzen. Aber war hier vorne angegeben. So, jetzt blende ich Ihnen mal hier auf dem Bildschirm das FPGA-Board ein. Sie haben, wenn Sie einschalten, ein Standardprogramm, bei dem hier die Leuchtdioden und 7-Segment-Anzeigen animiert sind. Wenn ich jetzt Start drücke, wird das Verhalten des FPGAs ersetzt durch Ihr Programm. Dauert einen kurzen Moment, jetzt ist es programmiert und Sie sehen, dass auf dem FPGA-Board die 0 ausgegeben wird, also die Ausgabe der 7-Segment-Anzeige. Wenn ich hier vorne ändere den Eingangswert, dann ändert sich auch im FPGA-Ausgang hier vorne auf der 7-Segment-Anzeige die Angabe. Und das sollten Sie verifizieren für die Werte von 10 bis 15, die Sie programmiert haben. Das ist der Design Flow. Fragen klären wir gerne im Praktikum.